Herzlich willkommen bei der zweiten Folge unseres Formats Lernräume entwickeln online. Heute zum Thema Study Hall, Bildungsgerechtigkeit im Brennpunkt. Zu Gast ist heute mit uns im Studio eine gute Freundin, die Maria Luise aus Südtirol. Wir sind in diesem Format ein multiprofessionelles Netzwerk aus ArchitektInnen, SchulbauberaterInnen, Bildungsaktivisten, Lehrern und BildungswissenschaftlerInnen, die sich über aktuelle Themen im Bereich pädagogische Architektur austauschen und auch den erweiterten Austausch suchen. Ich übergebe zunächst einmal vertrauensvoll an meine gute Freundin Petra. Bitte schön, los geht's. Hallo, schönen guten Abend. Ich würde heute einen kleinen Impuls bringen zum Thema Study Hall. Ja, wie kommt man da drauf? Im Deutschen würde man eher Selbstlernzentren sagen und die haben ja auch eine sehr unterschiedliche Geschichte. Die wurden eine Zeit lang favorisiert und dann wieder abgebaut. Und jetzt während der Pandemie und nach der Pandemie, gerade in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause sehr schlechte Bedingungen zum Lernen haben, kommt das Thema wieder hoch. Und Ruhr Futur, das ist ein Bildungsunternehmen im Ruhrgebiet, hat da mit seinem Baustein 4 einen Bereich geschaffen, um Schulen in sozialen Brennpunkten zu unterstützen, solche Study Halls in ihren Schulen zu errichten, um Schüler und Schülerinnen, die zu Hause nicht lernen können, die Möglichkeit zu geben, selbst organisiert quasi dann eine ruhige Lernumgebung zu haben. Und im Rahmen dieser Weiterbildung für die Schulen oder auch dieses Vorhabens, da würde ich gerne so ein paar Dinge erzählen und auch kontrovers vielleicht diskutieren. Und ich fange mal an mit einem Bild von der Alemannenschule Butöschingen, die vielleicht vielen bekannt ist. So sieht das ja aus, wenn Schüler ruhig und gelassen in Ruhe lernen können. Und das ist zu Hause vielleicht nicht gegeben. Und jetzt funktioniert wieder mein Rechner nicht und habe euch 5 Thesen mitgebracht. Ein Study Hall, ich nehme jetzt weiter den englischen Begriff, kann überall auf dem Schulgelände sein. Ein ausgewiesener Bereich, der ist still, entspannt und ungestört. Na, es geht nicht. Und das Bekannteste, was man, also was einem oft als erstes einfällt, ist eine Bibliothek. Eine Schulbibliothek, hier die vom Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal. Da sieht man schon gleich verschiedene Bereiche. Hier könnten mehrere sitzen. Und hier habe ich jetzt 1, 2, 3 Zonen mal markiert. Und die gucken wir uns im Folgenden noch ein bisschen weiter an. Das war die Zone 1. So sieht das aus, wenn die Schüler und Schülerinnen da alleine arbeiten. Und hier hinten sieht man, das ist der Bereich 2, Schülerinnen, die mit irgendwelchen Mobilgeräten arbeiten. Und hier drin, das war der Bereich 3 eben von dem Bild, so kleine kuschelige Nischen, in denen man arbeiten kann. Das wäre jetzt eine wunderbar und neu eingerichtete Bibliothek. Aber das geht natürlich überall. Hier ein Beispiel auf dem Flur einer Clusterschule in Feldkirchen in Österreich. Auch das ist möglich. Und hier ein Beispiel aus einer Bibliothek in Oslo. Da wird das sehr viel benutzt. Hier in Düsseldorf mit der neuen Bibliothek auch. Hier sind solche kleinen Boxen eingerichtet, wo man hingehen kann, recherchieren kann, arbeiten kann. Und hier, da wurde nicht gesprochen, auch der liest oder hört was in so Schaukelstühlen. Also das kann sehr vielfältig sein. Und diese Vielfalt würde ich gerne weiter zeigen. Hier so ein Zweier gegenübersitzender Bereich. Hier einer ganz alleine. Das war an der Universität Twente in den Niederlanden, die sehr viele Bereiche eingerichtet hat. Hier ein anderer. Und welche Regeln da herrschen, dazu komme ich nachher noch. Also man sieht sehr vielfältig auch in den Formen, immer sehr bunt in den Niederlanden, aber auch die Sitzgelegenheiten, alle unterschiedlich, für jeden was dabei. Und hier ein Beispiel, das ist aus einer Clusterschule in Amsterdam. Das ist so ein Lernbereich, hier hinten sind die Klassen, sehr klein, weil die Klassen werden nur noch benutzt, diese Klassenräume nur noch benutzt, für Instruktionsphasen von etwa 20 Minuten, also etwa die Zeit, die
ein menschliches Gehirn sich richtig gut konzentrieren kann, dann muss man einen Medienwechsel oder was anderes einführen. Und dann gab es hier so einen großen Bereich, der zum Selbstlernen errichtet wurde. Und so sah das aus, wenn man da als Gruppe von Schulbauberatern herumläuft. Und da sehen wir hier, dieser Bereich ist wird von allen genutzt. Hier sind Lehrende, die gemeinsam was vorbereiten. Hier hinten sind Schüler und Schülerinnen, die diskutieren. Und diese Dame hier, die sitzt in diesem Strandpavillon, den man aus Reveningen vielleicht kennt. Und da konnte man dann Laptops und Tablets ausleihen. Und diese Dame hat die Schülerinnen auch begleitet. Und hier sieht man jemanden, der ganz alleine arbeitet. Das geht, wenn man jetzt sagt, so, jetzt gehen wir nach Deutschland zurück. Wir haben sowas nicht, aber sowas geht auch am Ende von Fluren, sodass der, wenn der Brand, wenn das mit dem Brandschutz abgesprochen ist. Und hier ein Beispiel zwar aus den Niederlanden, aber sehr beliebt bei Schüler und Schülerinnen, diese Form, die man da auch bei McDonald's und anderen Fastfood-Ketten findet. Und das Wichtige hier noch ist auf jeden Fall, dass man ausreichend Steckdosen hat für die digitalisierten Formen. Und hier ist kein definierter Fluchtweg, hier ist einfach so ein Ende von einem Flur und da lässt sich das auch einrichten. Atmosphärisch dient ein Study Hall aber auch als Ort der Geborgenheit, der Sicherheit, der Ruhe und der individuellen Rückzugsmöglichkeit. Und hier ein Beispiel aus einer Jugendbibliothek in Oslo, also dass man sich hier geborgen und zurückziehen kann, ist, glaube ich, sofort deutlich. Ja, ein anderes, das ist käuflich zu erwerben, so man dann genug Sponsoren hat, von Norconsult, einer Firma in Oslo. Aber dieser sieht man auch immer häufiger mittlerweile in deutschen Firmen und auch in der einen oder anderen Schule. Und ich hab da auch drin gesessen, ist ja praktisch, man kann da sitzen, man hört auch nichts, das ist akustisch ertüchtigt. Also solche Study Halls oder solche. Was ich sagen will, ist, es kann auch kleine Flächen sein. Es muss nicht immer gleich die ganz große Lösung sein, um sowas zusammenzubringen. Hier ein anderes Beispiel aus so einem Bereich, sieht man hier, wird auch gegessen. Und hier sind in diese Büchereien sind so kleine, Zimmerchen eingerichtet. Hier sieht man auch jemanden, der da ganz entspannt liegt. Und hier saß auch jemand, den konnte ich von da nicht fotografieren. Deswegen das Bild nochmal da mit einem Kopfhörer auf, kann man da sehr entspannt lernen. Wichtig bei der Einrichtung einer Study Hall ist die Partizipation aller Nutzergruppen, also für die Akzeptanz später. Und das war zumindest in Norwegen gut zu erkennen. Das heißt, man braucht auch nicht viel Geld, man kann es miteinander machen. Hier sehen wir eine alte Tischtennisplatte, wir sehen alte Stühle und das hier sind einfach nur bemalte Wände gemeinsam mit den Jugendlichen, die in diesem Bereich, in dieser Bibliothek, diese Bibliothek nutzen. Das war übrigens so, dass man als Erwachsener über 16 durfte man da nicht rein und deswegen sind wir da morgens sehr früh gewesen, um 8, damit wir uns das in Ruhe angucken konnten. Also es gibt immer Regeln für diese Bereiche, je nachdem, wo man ist. Ein anderes Beispiel für Partizipation möchte ich aus den Niederlanden zeigen. Hier ist ein Selbstlernbereich mit Tischen, die wieder niederländisch sehr bunt, sage ich mal, die aber eine Geschichte haben. Diese Tische sind über 50 Jahre alt und die Schüler und Schülerinnen haben die selber so angemalt. Die sahen natürlich vorher viel älter aus und weil das alles so urselig aussah, wurden die von den Schüler und Schülerinnen so angemalt. Die haben auch die Farben ausgewählt und hier sieht man verschiedene Bereiche. Hier sieht man Bereiche, wo mehrere sitzen können und hier hinten, da in dem Bereich, Einzelplätze. Tut mir leid, dass das so schlecht ist, dieses Foto so schlecht ist, aber ich glaube, man kann gut erkennen, dass die Vielfalt sowohl, wo man solche Selbstlernbereiche machen kann auch, und wie die selber auch gestalten sind, die kommen, glaube ich, gut rüber. So. Wichtig für diese Nutzung der Selbstlernbereiche, und damit bin ich bei der vierten These, ist die Fähigkeit zu selbstgesteuerten Lernen. Die ist aber im Regelunterricht erstmal zu entwickeln. So eine so wichtige Basiskompetenz können das, also ein Selbstlernzentrum jetzt zu errichten und zu hoffen, dass diejenigen zu Hause nicht lernen können, das von alleine nutzen können, ist unwahrscheinlich. Und deswegen diese These und
Das kann man hier am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium nochmal schön sehen. Das ist sehr eng in der Schule eigentlich. Das ist auf den Fluren. Da haben sie auch diese kleinen Sofas. Und das ist eine Unterrichtsstunde. Hier links sind die Klassenräume. Und es wird im Regelunterricht regelmäßig solche Gruppenphasen und selbstgesteuerten Lernphasen von Anfang an, von der 5. Klasse an, eingerichtet, sodass die Kinder nach und nach sich das immer besser können. Und als letzte These, klar vereinbarte Regeln, also zum Beispiel Flüsterstimme oder Stille, sind unverzichtbar für die Nutzung eines solchen Bereiches. Und obendrauf kann man je nach Schulkultur die Nutzung in solchen, wenn man so einen ganzen Raum dafür errichtet hat, kann man die Nutzung buchen oder im Stundenplan sogar zuweisen. Und mit den Regeln ein Beispiel, das Florian jetzt weitererzählen wird. Genau, hier ist das nochmal ganz gut abgebildet, wie man ja auch mit sehr viel Eigeninitiative und vorhandenen Mitteln eine wunderbare, deinen 5 Thesen entsprechende Study Hall im Schulgebäude in diesem Fall. Du hast in These 1 die These aufgestellt, das kann überall auf dem Schulgelände sein. Hier ist es im Schulgebäude, aber es ist aus These 1 der ungestörte Ort. Es ist ein Rückzugsort bzw. eine individuelle Rückzugsmöglichkeit. Das ist das, was bei dir in These 2 auftaucht. Das ist im Übrigen in Marburg in der Richtsberg-Gesamtschule. Du hast gerade eben noch vorangestellt, die These 4, dass die Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen muss vorhanden sein. Das ist dort im Regelunterricht so dermaßen verankert, dass die SchülerInnen das in der Richtsberg-Gesamtschule sehr, sehr gut nutzen können. Und es ist ein Raum, deine These 5, wo Stille herrscht, wo Flüsterstimme erlaubt ist und nicht mehr. Was man hier sieht, sind die Einzelarbeitsplätze. Also das ist wirklich für jeden Schüler, jede Schülerin ein Rückzugsort, wo auch auf den Wänden, die die gegenüberliegenden Arbeitsplätze voneinander trennen, auch individuelle Bilder aufgehängt oder Sprüche aufgehängt werden können oder der Stundenplan mal hängt oder eine Notiz. Und wo aber auch, und das ist auf diesem Foto nicht zu sehen, die Lehrpersonen natürlich in der Nähe sind und auch ansprechbar sind, aber damit natürlich die Flüsterstimme nur nicht überstrapaziert werden muss und die Stille gewahrt werden kann, hat sich die Richtsberg-Gesamtschule das Ampelsystem einfach auch mit selbstgestalteten, bemalten Kantholzklötzen ausgedacht. Solange das grüne Ende nach oben zeigt, ist man in der Lage, selbstgesteuert zu lernen und zu arbeiten. Und wenn man doch mal auf Probleme stößt dabei und Unterstützung benötigt, dann wird ganz einfach mit einer Handbewegung das eigene Holz umgedreht. Das rote Ende zeigt nach oben, die Lehrkräfte sehen es oder eine Lehrkraft sieht es und kann dann ja zum Platz kommen und Unterstützung anbieten. Und das soll es für heute als Diskussionsgrundlage von unserer Seite gewesen sein. Die Möglichkeit, Fragen zu stellen, in die Diskussion mit einzusteigen, gibt es. Ich würde gerne noch die Ankündigung für den 24.02. machen. Wir treffen uns dann wieder hier auf diesem YouTube-Kanal zum Thema innovative Lernräume in Hochschulen. 18 Uhr ist wieder unser Sendetermin und ich hoffe, dass wir zunächst einmal jetzt eine gute Grundlage schaffen konnten, eine Diskussionsgrundlage schaffen konnten. Und freue mich auf die Diskussion jetzt und auf unser Wiedersehen am 24.02. Marie-Louise, heute zu Gast. Was für einen Eindruck hat das auf dich gemacht? Hast du da was von mitgenommen? War etwas neu? Cornelia, grüß dich. Hast du Fragen? Ich bin immer wieder beeindruckt. In dem Sinne, dass es in der Schweiz und bei euch möglich ist, so viel auch in Eigeninitiative zu basteln, herzustellen. Und bei uns haben wir leider, und das ist wirklich ganz, ganz oft ein Hindernis, immer dieses Sicherheitsdenken im Vordergrund.
ist das ja auch sozusagen TÜV geprüft und entspricht das den Vorschriften und hat das das entsprechende Siegel? Ja, ich bin da ganz entsetzt, weil das meiner Meinung nach auch an einiges über die Zivilcourage und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, mit zum Ausdruck bringt. Also da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Und dann mal in die Runde gefragt. Das ist natürlich ein guter Einwand, der mir auch nicht fremd ist. Cornelia, Petra, Basti, aus eurer Erfahrung, wie seht ihr das? Ja, ich glaube, die Sicherheitsbedenken sind da, gerade bei den Sachen, die jetzt in Fluren gezeigt wurden. Für mich wäre jetzt dieser Begriff Study Hall oder Selbstlernzentrum aber tatsächlich einer, wo man schauen kann, wo der entsteht und wo Schulen die Möglichkeit haben, sowas einzurichten. Und die Beispiele, die ich da am besten kenne, sind in Hamburg zu sehen. Dort gibt es ja im Ganztagsreferat einen Architekten und auch durch die Hamburger Bürgerschaft aufgelegt ein eigenes Programm, auf das sich Schulen bewerben können, wenn sie für die Weiterentwicklung ihrer Raumkonzepte. Und dort ist es so, dass einige Schulen in Hamburg schon vorher überdachte Pausenhallen hatten und diese dann zu Selbstlernzentren und Study Halls umgebaut wurden. Und da war es dann eben möglich, in einer relativ großen Fläche zu sagen, das ist jetzt hier, das kann ein zusätzlicher Ort für die Schule sein, wo Schülerinnen und Schüler rumhängen können, lernen können, sich treffen können. Und inwieweit die sind dann eher noch in diesem Bereich der Gemeinschaftsfläche, also jetzt nicht als Flüsterkultur angelegt, aber gerade mit Blick auf den Ganztag ist das eben was, wo einige Schulen gesagt haben, hier haben wir ein Flächenpotenzial und wir wollen dann aber auch sicherstellen, dass wir jetzt hier nicht nur Räume einrichten, die am Nachmittag genutzt werden, nach der regulären Schulzeit, sondern über den ganzen Tag verteilt attraktive Lernorte sind. Und ich glaube, da ist das Potenzial zu gucken, wie man das klug miteinander verknüpft. Also ich kann da zur Möglichkeit zu gestalten einbringen, dass ich so Beispiele von Berufsschulen kenne aus der Schweiz, zum Beispiel in Sursee. Und da hat unser Schulleiter erzählt, dass er den Eingangsbereich auch so für als Lernmöglichkeit umgestaltet hat. Also dass sich da immer wieder Gruppen einfinden können und so weiter. Also es braucht vielleicht da auch sowas wie eine gemeinsame Anstrengung oder ja, in dem Fall ist es halt ein Schulleiter gewesen, der da diesen Impuls gesetzt hat und dann gemeinsam im Kollegium das angestoßen hat. Ja, die Abklärungen so Richtung Brandschutz, die sind immer wichtig. Ich denke mal, in so größeren Eingangsbereichen geht das vielleicht eher, wenn genug Platz ist. Wo ich dann nochmal aufmerksam geworden bin, das war beim Gymnasium Dörpfeld, da haben wir gefragt, da sah man diese Kojen, oder? Ja, da war es einmal recht eng, das ist mir auch aufgefallen. Ja, und dann haben wir gefragt, ja, wie haben Sie denn das gelöst? Genau, ja, das. Ich sehe da Brandschutztüren, oder? Und Petra, ich glaube, ich höre dich jetzt nicht. Ich kann das vielleicht aufklären. Das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium ist eine Schule im denkmalgeschützten Bestand. Und die haben quasi aus der Schule eine Clusterschule gemacht, indem in solchen 400 Quadratmeter Abschnitten Brandschutztüren eingezogen sind. Das sieht man da hinten auch. Hier, das sind ja besondere Türen mit besonderen Spezifikationen. Und natürlich gibt es die notwendigen Fluchtwege und einen zweiten Rettungsweg, den gibt es da. Das war eine sehr umfassende Umbaumaßnahme und deswegen dürfen diese, wie hast du die gerade genannt?
Kojen, habe ich gesagt. Diese Kojen da auch im Flur stehen, weil das ist dann kein Problem mehr, wenn die Flure pädagogisch nutzbar sind. Aha. Und ich gehe davon aus, dass die Marie-Louise sagte das ja auch, dass diese Materialien, das wird bei McDonald's ja auch so sein oder wo diese da ursprünglich herkommen, die sind ja schon, das ist ja schon ein anderes Material, als was wir jetzt meinetwegen bei IKEA kaufen. Würde ich jetzt vermuten, ja, das weiß ich aber nicht so genau. Das ist aber anzunehmen. Aber was die Breite angeht, das liegt daran, dass das dieser Flur zu dem Cluster gehört und damit nutzbar ist. Genau sowas ist echt so ein Anliegen einer Gruppe von Schulleitern, die auch eine Projektgruppe Schulräume von morgen im Kanton Luzern gegründet hat. Und die wollen also Schulen im Bestand Richtung selbstgesteuertes Lernen, Öffnung des Unterrichts hin entwickeln. Jedoch gibt es da noch sehr viel Unsicherheit, wie man das machen kann. Und jetzt ist gerade so der Punkt da, dass man den Kanton und entsprechend die Dienststellen dazu bewegen muss, auch sowas wie den Einbau von Brandschutztüren auch mitzubedenken. Weil wenn das nicht passiert, dann verbleibt es, Entschuldigung, dass ich kurz weg bin, dann verbleibt es wirklich auf sehr geringen Maßnahmen und dann zentriert sich wieder das Lernen im Klassenzimmer. Und ich weiß nicht, der Study Hall-Gedanke, da haben wir so wunderbare Beispiele gesehen, aber auch dieses Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium und dort hat man ja durch die Zonierung auch so etwas wie eine Study Hall gemacht, indem man die Flure nutzt. Und da sehe ich halt Potenzial. Das war halt für mich jetzt ein schönes Beispiel, dass ich da auch wieder in diese Projektgruppe reinnehme. Und ja, Initiative, Schulleiter gewinnen, das würde ich Richtung Marie-Louise jetzt weitergeben. Ja, das stimmt. Dann ist auch ein Unterschied, so fast ein bisschen ein Unterschied, was es für ein Schultyp bei uns ist. Okay. Weil je nachdem, berufliche Schulen gehören zum Beispiel, sind Landesschulen, also regionale Schulen, die haben mehr Geld als staatliche Schulen. Und deswegen sind dann staatliche Schulen auch öfter mal so ein bisschen offener für die Selbstinitiative. Wir haben das zum Beispiel eben diese Flurnutzung bei einem Gymnasium in Bozen mit dem Kuno Brei. Da haben wir so eine Begehung gemacht und haben dann gemeinsam Ideen entwickelt, was die Schüler in der Projektwoche selber auch machen können, damit das passt, sicherheitstechnisch und trotzdem neue Lernräume eröffnet. Da hatten wir genauso auch den Punkt, den hat der Florian eingebracht oder hatte Peter darauf hingewiesen, dass diese Steckdosen, also das sozusagen die elektrische Erschließung, das ist ganz etwas Wichtiges. Dadurch werde ich auch flexibel, mir einen Platz zu suchen. Und was ich denke, was auch ganz wichtig ist, auch vom jetzt, wenn ich es mit der Schülerinnengesundheit in Zusammenhang bringe, wo ja auch so ein Wechsel, Positionswechsel ganz wichtig oder zu beachten wäre, sind so die, und man hat es auch gesehen in einigen Bildern von der Petra, mal war es ein hoher Tisch, mal war es ein niederer Tisch, mal sind sie so reingekuschelt. Und auch da haben wir dann überlegt, dass es auch mal gerade so für Recherchearbeiten nur einen Stehplatz gibt, damit ich da nicht zu lange verweile und so. Was bei uns im Unterschied zu euch vielleicht ist, ihr habt doch schon ziemlich viel Ganztagsschule, oder? Habe ich da den falschen Eindruck? Was es bei uns eigentlich gar nicht gibt. Aber gerade die Pandemie hat gezeigt, dass es eben solche Selbstlernzentren für Schülerinnen und Schüler bräuchte, damit so einige strukturelle Nachteile aufgrund ihrer Herkunft ausgeglichen werden können.
muss ja nicht in einer Schule angesiedelt sein, kann auch anderswo angesiedelt sein, aber warum nicht die Schule öffnen? Ich wage mich jetzt mal ein bisschen aufs dünne Eis. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Lernraumentwicklung niemals ohne Schulentwicklung, also pädagogische Entwicklung, alleine vonstatten geht. Das ist miteinander verschränkt. Das setze ich jetzt erstmal, oder ich setze es als These hier in die Gruppe. Mhm. Es geht nicht, das eine geht nicht ohne das andere. Und wenn ich das so denke und wenn ich die schönen, vielfältigen Fotos aus der Präsentation von Petra nochmal gedanklich Revue passieren lasse, dann möchte ich mich damit aufs dünne Eis begeben, dass ich sage, also ganz ehrlich, es gibt ja nicht die Study Hall, sondern die ist ja, das ist ja ein pädagogisches Konzept, das ist ja ein Raum, eine Raumfunktion, eine Funktion, die man einem Raum zuordnet. Natürlich geht man dann auf Ausstattung und fördert diese Funktion durch die Bestuhlung, Sitzmöglichkeiten, Stehtische, was auch immer, Cornelia, wie hast du es genannt, diese kleinen Kojen. Kojen. Verdammt nochmal, ja genau. Aber schlussendlich, was ich damit sagen will, und das möchte ich jetzt mal hier noch zum Ende hin in unsere Runde hineingeben, ganz am Ende sind wir noch nicht, aber ich glaube, wenn das pädagogische Konzept, das selbstgesteuerte Lernen, das ist ja auch die These 4 von Petra gewesen, unterstützt, fördert und anbahnt, dann wird man auch in Bestandsbauten, dann kann es vielleicht nicht der Flur sein, weil der die Brandschutzbestimmungen sonst nicht, aber dann wird man in Bestandsbauten doch Lösungen finden können, damit zunächst einmal anzufangen. Und wenn es nur ein kleiner Bereich ist, den man nur zeitweise für die Gruppen oder öffnet, wo die Gruppen dann nacheinander, der nicht immer offen steht oder für jeden. Ich glaube, da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer, sich einfach irgendwo eine Study Hall hinsetzen, weil es gerade hip ist oder weil man es gerade mag. Ich glaube, das kann auch nicht das Programm sein, sondern es muss sein, es muss gewachsen sein, es muss ins pädagogische Konzept sein, finde ich. Und dann behaupte ich, wie gesagt, dünnes Eis, findet man Lösungen. Jetzt ihr. Das kann ich nur unterschreiben, sagen wir bei uns. Also da bin ich ganz deiner Meinung. Ich bin auch überzeugt, wenn ich den Willen habe, das Lernen dahingehend, sagen wir so, Lernmöglichkeiten dahingehend zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler das auch selbstständig tun können, in unterschiedlicher Art und Weise, dann finde ich Nischen. Das ist so ähnlich, wie wir es in unserer Pulsrunde hatten, Architektur, braucht es die zuerst, um etwas zu ändern? Nein, braucht es nicht. Die Änderung beginnt im Kopf. Und ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwo habe ich gelesen, jeder Weg, sei es eine Bergtour, sei es sonst was, beginnt mit dem ersten Schritt. Und ich glaube, da müssen wir, ich versuche auch die Schulen, die ich begleite, so in die Richtung dann zu ermutigen. Dass wir nicht zuerst uns Luftschlösser ausdenken, sondern wirklich Schritt für Schritt die Sache angehen. Finde ich total gut. Finde ich gut. Und Petra, du kannst das bestätigen, auch beim Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium ist eine Phase 0, ein großer Partizipationsprozess vorangegangen. Und innerhalb dieses Prozesses ist klar geworden, dass sie sich in diese Richtung entwickeln wollen und dass auch Study Halls bzw. diese Lernmöglichkeiten oder die Möglichkeiten für selbstgesteuerte Lernen dort in der Architektur sich wiederfinden müssen. Und wenn man sich also, Maria Luise, so auf den Weg macht, dann ist das bestimmt der erste richtige Schritt und dann wird es die Lösungen auch geben. Petra, man hört dich nicht. Hab's schon, was ich sehr schade finde. Ich habe es ausgeschaltet, weil ich nach einem Bild gesucht habe, was ich euch gerne zeigen möchte. Florian, ich stimme dir erstmal zu, dass dieses Phase 0 und Schulentwicklung, das hängt einfach zusammen. In dem Moment, wo ich eine Schule besuche und frage, wie unterrichten Sie denn gerade und wie würden Sie gerne unterrichten, wenn hier umgebaut wird, dann starte ich im Grunde mit der Frage schon. Dann hat man ja den Fokus da drauf. Und dann kommt ja immer noch die Frage, wie möchten Sie in 15 Jahren unterrichten? Dieser Blick in die Kristall,
Schule und dann beginnt im Grunde schon ein Schulentwicklungsprozess. Was ich jetzt hier mal zeigen wollte, ist das, was du eben sagtest, Florian. Wir haben hier eine Schule, das ist die Gemeinschaftsgrundschule Sonnenstraße. Das ist eine Grundschule in der Innenstadt, in der Nähe vom Hauptbahnhof in Düsseldorf, also im sozialen... Da warst du, ja, ich weiß. Da habe ich euch hingeführt. Und die haben hier, das sieht man, glaube ich, hier an diesem, eigentlich ganz schön, das ist so ein Foyer, das ist ein Altbestand, ein Foyer, das total dunkel war. Und der Schulleiter hat das möglich gemacht, dass hier wenigstens so ein Lichtfenster reinkommt. Ich weiß jetzt die architektonischen korrekten Begriffe nicht. Und was hier dann errichtet worden ist mit Möbeln, und dazu, Marie-Louise, das sieht aus wie IKEA, oder? Ein bisschen. Also nicht so teuer. Mit Möbeln auch aus den Niederlanden, die machen es ja manchmal auch ein bisschen günstiger. Der hat da ein Lernzentrum errichtet und Hand in Hand mit dieser Errichtung ging der Schulentwicklungsprozess. Ich zeige euch nochmal ein anderes Bild. Dauert nur ein bisschen, weil mein Rechner heute so voll ist. Und dieser schulentwicklungspädagogische Prozess, der lief quasi gleichzeitig. Und die Kinder haben, und das sieht man hier hinten ganz schön, hier ist überall Material. Und das ist keine Montessori-Schule. Und dieses Material, damit können die Kinder alleine arbeiten. Und das Material gibt es aber auch in den Klassenräumen. Und das ist so, dass jede Klasse hat Zeit in dem Lernzentrum und ein Teil der Kinder geht dann hier unten und nach unten, das ist ja im Erdgeschoss, und die anderen sind oben noch in der Klasse und die arbeiten dann selbst organisiert an diesen Materialien. Und die Frage, was war da zuerst? In dem Fall hat die Schule das von Anfang an verzahnt und jetzt ist mittlerweile am Anfang dem so gemacht, dass sie mit dem ersten Schuljahr angefangen haben und dann so ist es so aufgewachsen. Mittlerweile, und die Lehrer haben das ganze Material selber erstellt. Natürlich das auch wieder in einem Schulentwicklungsprozess, wo die ganz viel miteinander gesprochen haben, gesagt haben, so, das machen wir alle zusammen immer im ersten Schuljahr. Also es war auch ein vertikaler Schulentwicklungsprozess und nicht nur in einem Team. Und das hing aber eng zusammen mit der Möglichkeit, ein solches Lernzentrum, da sein Selbstlernzentrum bei einem Study Hall zu entwickeln. Aber was zuerst da war, ist eigentlich egal. Es kann der Start sein, in dem Fall vielleicht der Raum, oder umgekehrt, dass eine Schule sagt, wir möchten das machen und dann finden sich die Räume in der ganzen Schule. Das, Petra, war ein würdiges Schlusswort. Und ich möchte jetzt auch die Zeit etwas im Auge behalten, wo ich heute die Moderation habe. Wir sind ein bisschen drüber, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Wenn sich aus den heutigen Anregungen, Fragestellungen, Diskussionen noch weiteres bei Ihnen, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ergibt, gibt es die Möglichkeit, sowohl auf unserem YouTube-Kanal als auch über Twitter uns anzuschreiben, beziehungsweise den Kontakt zu suchen, Fragen zu stellen und dann auch mit ganz großer Sicherheit auch von uns eine Antwort zu bekommen. Letzte Folie nochmal. Das wäre toll. Ja, das wäre toll. Das wäre dann unser Abschluss. Ganz schnell sein. Petra, es ist alles in Ordnung. Die letzte Folie ist bei uns die Ankündigung fürs nächste Mal. Die letzte Folie soll eigentlich nur noch mal bildlich untermalen, was ich jetzt schon sage. Und jetzt kommt sie auch, der 24.02. mit dem Thema innovative Lernräume in Hochschulen. Cornelia ist anwesend, wird da hauptverantwortlich zeichnen und für dieses Thema. Und 18 Uhr ist wieder die Zeit. Halbe Stunde dauert unser Format. Lernräume entwickeln online. Gerne liken, gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Tschüss.